Unreal Engine. Ansel kann aktiviert werden mit Alt-F2. What the fuck ist Ansel? Calypso. Limbic Entertainment. Mauszeiger mitten im Bild. Ladekreisel. Kurzer Hinweis, oben rechts steht, das Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler von Calypso selbst direkt zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Wir fangen an. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Verließ mit S. Bank crisis in Spain. Have also aligned themselves with people to test ballistic missiles. Ich mache ein bisschen lauter. Bürger von Tropico, dank mir ist Tropico ein großartiges Stück vom Paradies. Aber die Werte unserer Heimat sind bedroht. Bedroht durch Populisten und Despoten, angebliche Heilsbringer. Ich, El Presidente, werde das verhindern. Ich akzeptiere die Nominierung für eine weitere Amtszeit. Ich werde Tropico noch schöner, noch besser und noch größer machen. Oh, die Musik. Tropico 1 damals so gespielt, ist nie verstanden, ist nie richtig gekonnt, aber ist lange, lange Zeit gespielt. Statt Mauern werde ich Brücken bauen, die Tropicos Inseln und Menschen miteinander verbinden, statt sie zu trennen. Neue Transportmittel werden euch und unseren Besuchern großartige Chancen des Austausches ermöglichen. Ich werde Vielfalt, Kultur und die Wunder der Welt nach Tropico bringen, auf dass die anderen Nationen mit Bewunderung auf unsere Heimat blicken. Ja, passt. Wählt El Presidente. Wählt Tropico 6. Sonst. Tropico 6. Ich weiß nicht, warum dieses Video jetzt geruckelt hat. Möchten Sie einen Vergleichstest durchführen, um die optimalen Grafikeinstellungen für Ihre Hardware zu ermitteln? Komm, wir machen jetzt einen Vergleichstest. Die Einstellungen wurden automatisch angepasst. Danke, ich habe keine Ahnung, zu was sie angepasst wurden. Sie wurden angepasst, noch mal ein kleiner kurzer Hinweis, falls ich es vorhin nicht gesehen habe, oben rechts. Das Spiel wurde mir kostenlos vom Entwickler zur Verfügung gestellt. Ich habe aber sonst nichts dafür bekommen, nur das Spiel, nur den Key. Und wollte euch das mal ein bisschen zeigen. Wir spielen das mal an, ich weiß noch nicht, wie lange. Wir machen ein paar Folgen. Ich bin aber gerade auch so ein bisschen privat, spiele ich an, nur 1800 gerade, was richtig viel Spaß macht. Da habe ich mir gedacht, im Let's Play können wir da mal Tropico 6 uns ein bisschen angucken. Und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mit einem neuen Spiel an, in Tropico-Land scheinbar. Und gucken, was uns hier erwartet. Wie gesagt, ich habe den ersten Teil gespielt, danach glaube ich keinen Teil mehr. Also 2, 3, 4, 5. Einige sollen ganz gut sein, habe ich gelesen. Aber ich habe sie nie gespielt. Ich kenne nur den ersten Teil mit irgendwelchen Konservenfabriken und Ananas und Tabak und so. Das hat Spaß gemacht. Die Musik ist einfach, ich höre sie jetzt schon wieder, die Musik ist einfach so schön, so Sommersonne und Beine bewegen und so. Das ist richtig cool. Willkommen, Presidente. Die Grafiker laden noch nach. Bevor Sie sich Ihren stolzen Tropicana vorstellen, überprüfen Sie bitte Ihr Auto. Der erste Eindruck ist immer der wichtigste. Ach, wir können echt, oh Gott. Ich kann auch eine Präsidentina sein. Nein, ich möchte schon Präsidente sein. Wie die Texturen nachladen, das ist ja grandios.
Ich möchte bitte ein Mafiosi, Mafioso-Dings sein. Mafia-Hut natürlich. Mit einem Schnuller. Was? Warum mit einem Schnuller? Hier schon mit einer Zigarre, das ist schon ganz cool. Ja, das, die Pilotensonnenbrille passt schon am besten zu einem Mafioso, oder? Guck mal, die vielleicht noch? Nee. Hier, wir bleiben bei der Pilotensonnenbrille. Mit einem Pharao-Bart, nein, um Gottes Willen. Der Standardbart ist schon ganz cool. Haare sieht man eh nicht, ethnischer Typ Latino ist okay, Outfit, Farben ist auch okay, Hutfarbe passt ja alles so schön schwarz, Bartfarbe, Haarfarbe sehen wir eh nicht. Wir können vielleicht den Bart braun, grau. Vielleicht können wir den schwarz machen, dann machen wir ihn grau. Die Haarfarbe, kann ich grün machen? Was, warum? Schwarz möchte ich aber lieber. Man sieht sie eh nicht, aber ich möchte bitte schwarz sein. So, Präsident, da sind wir gerade. Merkmal, okay. Irgendwie normal. Sie sind ein Meister der Anpassung und haben Durchschnittlichkeit zur Kunstform erhoben. Sollte es eine unscheinbare Person auf der Welt geben, dann ist dies wahrscheinlich niemand aufgefallen. Kein Gameplay-Effekt. Ach, wir können jetzt hier verschiedene Merkmale, alles klar. Rechtfertigen. Sie haben gute Entschuldigungen immer für unbezahlbar gehalten. In ihrer Karriere haben ihnen Ausflüchte aus so mancher Notlage geholfen und ihr knuddeliger Dackelblick bringt sogar die Herzen ihrer gnadenlosesten Feinde zum Schmelzen. Ruhverlust sinkt um 50% für das Ablehnen von Forderungen. Teilnehmer von Protesten, die gewaltsam beendet wurden, haben eine geringere Wahrscheinlichkeit, Rebellen zu werden. Okay? Charismatisch. Die Menschen müssen sie einfach mögen. Sogar wenn sie ein Todesurteil unterzeichnen, sorgt ihr Lächeln dafür, dass irgendwie doch alles in Ordnung ist. Verbessert den Ruf bei jeder Fraktion um 2, die Beziehung mit jeder Supermacht um 2. Das macht es alles ein bisschen einfacher, würde ich jetzt sagen. Ne? Korrupt. Manche mögen sie der Korruption bezichtigen, doch tun sie ihren Freunden einfach gern etwas Gutes. Und ihr Freund kann jeder sein, der angemessene Zahlungen als Gegenleistung für gewisse Gefallen bereithält, ohne dass Fragen gestellt werden. Alle Zahlungen auf ihr Schweizer Nummernkonto, oh, das gibt's immer noch, werden um 5% erhöht. Der Palast verringert die Sicherheit in der Nähe um 30. Minus 30, alles klar, irgendwie normal, hat man schon manipulativ. Sie haben schon immer gewusst, wie sie ihren Willen bekommen. Obwohl manche sie als Hinterhältchen verschlagen bezeichnen, ist ihnen noch immer gelungen, Menschen mit solch negativen Ansichten zu diskreditieren. Die Erhöhung des Rufs, die durch das Loben von Fraktionen erhalten wird, steigt um 50%. Die Verschlechterung der Beziehung zu Supermächten, wenn sie um finanzielle Unterstützung gebeten werden, sinkt um 25%. Eine Supermacht zu loben, verbessert die Beziehung um einen zusätzlichen Wert von 25%. Was? Alter. Pyromanisch. Es ist nicht so, dass sie ihren Drang zum Abfackeln von Dingen nicht kontrollieren könnten. Sie haben es einfach noch nie versucht. Ihr bescheidener Wunsch ist es, die Schönheit in jeder Flamme hinaus in die Welt zu tragen. Nach einem Besuch von El Presidente besteht eine Chance von 5%, das Gebäude in Brand geraten. Die Effizienz aller Feuerwachen erhöht sich 25%. 3D-Wunderkind. Jahre des Umräumens ihres Kühlschranksinhalts auf der Suche nach der perfekten Anordnung von Eiern und Schinken haben ihnen ein profundes Verständnis der optimalen Zusammensetzung aller Dinge vermittelt. Eine Gabe, die sie mit jedem Teil der berufsmäßig Dinge stapelt. Erhöht die Lagerkapazität aller Gebäude, die Ladekapazität aller Transporteure und Schiffe und die maximale Passagieranzahl von Flugzeugen und touristischen Umfüllen. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich bin immer noch ein charismatischer Fan, Workaholic. Man hatte Sorge, dass sie sich zu Tode arbeiten, weswegen sie sich eine Auszeit gönnten, um ihr eigenes Grab zu schaufeln und ihre Beerdigung zu organisieren, bevor sie sich wieder all den Dingen widmeten, die dringend erledigt werden mussten. Erhöht die Effizienz aller Gebäude um 1%, senkt die Arbeitszufriedenheit aller Gebäude um 2. Der Präsident verlässt den Palast normalerweise nicht. Nein, ich bleib mal charismatisch, auch wenn das irgendwie ein bisschen, ja, es hat halt nur positive Auswirkungen quasi, aber ist ja auch nicht so schlimm. So, haben wir noch Palast, was haben wir da? Dann kann ich auch noch designen, ja? Grundriss links, Vorgarten, Hinterhof, rechts, irregulär, geteilt. Ich möchte einen irregulären Palast, bitte. Mit, rotem Teppich natürlich. Ah, das geht nicht. Also besitzen Sie ein Schloss. Besitzen Sie Schloss Neuschwanstein und das Taj Mahal zur gleichen Zeit, wa? Okay. Ja, dann nehme ich unregelmäßigen Pflasterstein. Grenze ist eine Ziegelmauer. Oder Militär. Dann machen wir mal das leichte Militär hier. Ich weiß nicht, warum da so ein Sternchen bei ist. Vielleicht irgendwas Tolles. El Press Edition, die war irgendwie freigeschaltet. Ich weiß nicht. Oh, ein Dachgarten. Okay, wir nehmen einen Dachgarten. Das ist ganz schön cool. Garten, Pool, Garten, Flamingo-Teich. Hey, du Kaira. Bunker geht nicht. Heckenlabyrinth. Koi-Teich geht auch nicht. Sandbox geht auch nicht. Steingarten geht. Nee, ich möchte ein Heckenlabyrinth, bitte. Kleine Deko, keine. Fahnen? Ja, Lufthänzer geht leider nicht.
Banner, Tropikusflagge. Wir nehmen die Fahnen. Ein paar Fahnen müssen hier wehen. Große Deko, Garten, Fels, Brocken, Kirschbaum. Kann ich irgendwie auch das bewegen? Nee. Was haben wir denn noch? Ulkholzbaum. Ne? Meteorit. Ach, das geht leider nicht. Schade. Nehmen wir einen Garten. Das ist schon schön. So, Palast. Okay, das lassen wir mal so. Alles klar. Wenn jetzt muss ich auf Verlassen drücken. Hört. Wollen Sie den Anpassungsmodus verlassen? Ja, ich glaube schon. Greetings from Tropico. Ah, okay, jetzt geht's los. Alles klar. Wir schauen uns natürlich erstmal das Tutorial an. Ist das was zum Lesen oder ist das zum Spielen? Grundlagen und Wirtschaft? Okay, es ist zum Spielen. Das ist doch ein gutes Tutorial. Ein Tutorial zum Spielen ist ein gutes Tutorial. Guten Appetit, liebe Katze. Achso, ich muss was drücken. Entschuldigung. Haben wir das vorgelesen? Nein, muss ich das vorlesen? Okay. Willkommen bei Tropico. Sie sind der Präsident der Diktator von Tropico, einer kleinen, aber gedeihenden Nation irgendwo im Karibischen Meer. Sie werden bauen, expandieren, handeln und Gesetze verabschieden, um Tropico durch vier turbulente historische Zeitalter zu führen, in denen sie sich globalen Supermächten entgegenstellen müssen, während sie sich gleichzeitig um die politischen Fraktionen im Inland kümmern. Wie wird man sich an sie erinnern? Sind sie ein wohlwollender Anführer, der sich um die Menschen sorgt, oder ein Diktator, der mit eiserner Hand regiert? Wie auch immer sie sich entscheiden, das Wichtigste ist es, die Kontrolle zu behalten. Hola, Presidente. Oh. Ich bin's, euer loyaler Penultimo. Ich habe eine Übung für euer mächtiges Gehirn dabei. Nur eine Formalität für euresgleichen. Auch ein politisches Genie muss üben. Bitte demonstriert ein paar eurer Regierungstechniken, mit denen ihr plant, der Nation von Tropico euren makellosen Willen aufzuerlegen. Penultimo ist bereit, in Ehrfurcht zu erstarren. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab, 0 von 4. Okay, ich habe Penultimo getroffen, bla, Assistent, Hauptaufgabe, ja, okay, ja, verstehe ich. Erste Tutorialaufgabe, öffnen Sie den Aufgabenbildschirm und sehen Sie die aktuelle Aufgabe an. Also klicke ich hier drauf, alles klar. Ja, Aufgaben ansehen. Ja, habe ich das nicht gerade getan? Achso, ich muss wieder zumachen. Ah, okay. Schwenken Sie die Kamera, drehen Sie die Kamera, neigen und zoomen, alles klar. Huch, ah, das geht nicht. Ich kann nicht mit der... Ah, ja, ich kann nur mit WASD. Was? So, schwenken, drehen, neigen und zoomen. Huch. Archipelansicht. Wie geht das? Ach, da. Okay. Ah, unser Archipel sieht sehr schön aus. Danke. Pausieren, weiterlaufen, vierfach und normal. Pausieren. Normal. Zweifach, vierfach. Ich bin stolz auf euch, Präsident. Ihr herrscht uneingeschränkt über Tropico. Eure treuen Bürger tun, was immer ihr ihnen sagt, Präsidente. Das, anders bin ich auch nicht gewöhnt. Sie sind natürlich nicht so loyal wie Penultimo, niemand könnte das sein, aber sie sind gut darin, Gebäude zu errichten, Waren herzustellen und zu transportieren, sowie generell die Wirtschaft am Laufen zu halten. Alles klar, ein Transportbüro, wird in der Reiterbeschreibung, Hafenanlage und da auch Beschreibung. Alles klar, so hier haben wir das Transportbüro und da haben wir die Beschreibung. Organisiert die Logistik, die gab es auch schon in Tropico 1, ja, ich erinnere mich. Und jetzt den Hafen, okay. Umladezentrum für Logistik, ja, Import, Export, klar, Ein- und Auswanderung, okay, senkt die Sicherheit. Der Hafen senkt aber die Sicherheit in der Nähe, alles klar. Verbinden Sie das Bergwerk mit einer neuen Straße, sodass es mit dem bestehenden Straßennetz verbunden ist. Also, ich muss erstmal, Straße. Okay, Straße würde kosten 0. 180. Wo ist denn mein Geld da oben? Okay, 17.000 habe ich so. Dann. Die Straße ist zu kurz. Nee, fertig. Okay. Gold exportieren. 0 von 50. Alles klar. Warten Sie darauf, dass der nächste Frachter Güter exportiert. Boah, wie detailliert man hier ran. Alter, wie man ranzoomen kann. Wie detailliert das ist. Gut, da passiert jetzt irgendwie nichts. Aber man hört immerhin die Bergwerksmenschen. Aber lebt ja auch. Lebt doch jemand auf der Insel? Oder ein Transporter? Hat der 268 Gold dabei? Was? Soll nur 50 exportieren? Stimmt das so? Muss ich sehen, ob ich hier 50 fertig habe. Der ist jetzt gerade unter Wasser scheinbar. Ne, der fährt er wieder raus.
Lizenzbeschreibung. Aber nicht sehen. Seht ein Boot! Okay, tatsächlich. Von hier aus wirkt es so klein, aber selbst ihr könntet vermutlich keines hochheben. Nein. Da oben haben wir jetzt Frachter $5,600 und 3 neue Einwohner scheinbar. Okay, und eine Taverne. Ja, Tavernen sind natürlich wichtig. Die Mieter von Wohngebäuden innerhalb des grünen Bereichs, weil bei der Platzierung der Taverne angezeigt werden, die Taverne mit einbeziehen, wenn sie auf der Suche nach Spaß sind. Ah, okay. So, bauen, Unterhaltung, Taverne. Ach, wie schön. Jetzt kann ich aber nicht noch rein und raus zoomen. Das ist natürlich ein bisschen sehr schade. Ich kann nur schwenken. Ich hätte gerne so ein bisschen mehr Überblick, aber gut. Rein und raus zoomen geht dann scheinbar nicht. Halt. Hä? Nicht innerhalb des vorgesehenen Gebiets. Ach so, ich dachte, da wär ein Wohnhaus. Da ist doch ein Wohnhaus, oder? Reißt es ab? Okay. Ach, hier laufen echt die Menschen rum. Nora Sanchez. Ich bin so gestresst. Hugo Serrano. Verlaufen? Geil, Beatriz Morales. Die haben sogar alles Namen. Ah, okay, das dauert jetzt eine Weile, bis das gebaut ist. Okay, da kann man die Priorität... Ja, wie damals, man kann die Priorität einstellen. Und ich kann sogar... okay, ohne Arbeiter für $600 kann ich den sofort abschließen. Das ist wie irgendwelche Free-to-Play-Spiele, wo man dann Diamanten kaufen muss, um irgendwas sofort abzuschließen. Okay, da springe ich nur dahin. Ich hab... Okay, Gerberei bauen und Leder herstellen. Einige Güter können veredelt werden. Die Felle aus ihrer Rinderfarm in der Gerberei zu Leder weiterverarbeiten. Dann alles klar. So, bauen. Dann müssen wir hier zur Industrie. Gerberei. Achso, wo soll sie hin? Ich habe natürlich wieder, das ist natürlich wieder ein Platz. Hier soll ich hin. Ist das nicht die Rinder? Was ist denn da? Da steht doch ein Haus. Warum kann ich denn da... Warum soll ich da was hinbauen? Wo reiße ich irgendwelche Häuser ab? Die armen Leute können nirgendwo mehr wohnen. Was ist denn meine Rinderfarm? Das ist meine Rinderfarm. Weidenprohibition, humane Ausbeutung. Die Farm senkt in ihrer Nähe nicht die Fruchtbarkeit. Sind 50%, alles klar. Was will der Pfeil? Oh, wo zeigt denn dieser Pfeil hin? Auf diesen Busch. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Aber gut. So, wir warten, bis das fertig ist. Hier die Taverne. Ist fertig, da kommen sie schon, die ganzen Leute. Ja, alles klar. Guck mal, hier einstellen, flüssiger Schwermut. Basis einstellen, all you can drink. Senkt die Arbeitsqualität um 20, die Effizienz steigt um 25. Okay, Qualität sinkt, Effizienz steigt. Das wird aber... Da kann man noch komplizierte Sachen einstellen wahrscheinlich. Oder, was heißt kompliziert, aber komplexer auf jeden Fall. Warum passiert hier nichts? Was will dieser Pfeil? Was soll das? Ich weiß nicht, was der Pfeil mir sagen will. Da ist ein Pfeil nach unten, da ist ein Pfeil... Bauen die das? Ich weiß nicht, ob die das bauen. Das sieht fast nicht so aus. Passiert nämlich nichts. Oder? Ne, der geht einfach durch das Gerüst durch. Dieser Pfeil macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Jetzt hab ich irgendwas ziehen, aber ich kann nichts ziehen. Warte mal, ich mach mal schneller, guck mal, ob irgendwas passiert hier. Ah, das ist. Ah, okay, das ist jetzt. Einer hat jetzt angefangen, da zu arbeiten. Jetzt 3. Okay, jetzt geht's los. Alles klar. Das hat aber gedauert. Was die Pfeile wollen, weiß ich immer noch nicht. Lass mal schneller laufen, so. Jetzt ist es gleich fertig. Hat keine Straße. Ach so, das will mir das sagen? Habe ich das falsch rumgebaut? Das müssen ja echt hier hinten rum. Oh Gott, das tut mir sehr leid, das habe ich nicht gecheckt. Was haben die? Info, Effizienz.
Alter, was man alles einstellen kann, das ist ja krass. Okay, der meckert jetzt, dass er keine Rinder hat oder was zum Gerben. Doch, da, jetzt kommt der Rindertransport hier. Der Mumu-Transport und bringt hoffentlich jetzt ein paar Kühe, die hier gehäutet werden können, oder? Budget kann ich auch noch festlegen, alles klar. Arbeitsbonus gucken wir jetzt umso mehr, umso besser. Je mehr, desto besser, würde ich eher sagen. Okay, nee, das möchte ich bitte nicht. So, sind wir jetzt am Werken hier? Kann ich auch was sehen? Statistiken, Einkommen, Verbesserung, Effizienz 100%, das ist ja schon mal gut. Ah, hier, Lager, Wareneingang, Felle, 365, noch kein Leder drin. 5 Arbeiter haben wir drin, Arbeitsqualität 30, benötigte Bildung ungebildet, 13 Dollar kriegen die. Warum ist der jetzt? Ach, die haben alle frei gerade hier, da arbeitet gar keiner. Jetzt fangen die jetzt an zu arbeiten, oder was? Das ist ja... Ach, da sehe ich sogar, wer da arbeitet, das ist ja cool. Der kommt hier gerade zur Arbeit. Ja, bist du? Hallo. Was hat er damit gemeint? Lucian Martin. 16 Jahre geht erstmal in der Gerberei arbeiten, so ist richtig. Kinderarbeit ist einfach gute ich Arbeit. Ich wusste, ihr würdet euch an diese Art der Befehlserteilung gewöhnen. Na, aber natürlich. Geld verdienen ist gut, aber wisst ihr, was noch besser ist? Noch mehr Geld zu verdienen. Das sehe ich aber auch so. Aber das werden wir uns jetzt in der nächsten Folge mal angucken. Wir haben jetzt Lektion 1 und 2 haben wir abgeschlossen des Tutorials. In der nächsten Folge schauen wir uns dann Lektionen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 an. Ich danke euch fürs Zusehen und vielen Dank nochmal an Calypso für den Key für Tropico 6. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Tropico 6. Macht's gut. Tschüss, Jan.